Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Skyrim. Ja, es ist jetzt schon gute, ja, ich darf mal sagen, mal fast einen Monat her, wo ich zuletzt aufgenommen habe. Und wir sind hier immer noch in Windhelm und müssen, oh Gott, was haben wir denn alles zu erledigen? Blut auf dem Eis, kehre zu Fairkehl zurück. Verstehst du? Okay. Aber warum müssen wir mit ihr reden? Ich habe Fragen zu eurer Tochter. Ja, ich würde mal sagen, ich versuche herauszufinden, wer es war. Ich hatte gehofft, ihr würdet mir helfen. Ich möchte mir gern ihr Haus ansehen, aber dafür brauche ich den Schlüssel. Und zack, da haben wir auch den Schlüssel bekommen. Es ist traurig, ja, ich weiß. Aber wir sind hier schon mal auf einem guten Weg. Oh, diese Quest, ne? Jetzt weiß ich wieder, was hier abging letztens. Das wollten wir eigentlich vermeiden, aber. Was ist denn eigentlich hier hinten? Kann ich hier hinten was machen? Nee, ne? Ich muss also wirklich eigentlich hier durch. Aber da wir jetzt den Schlüssel haben, können wir da einfach reinspazieren und uns wird das keiner komisch angucken. So, wie war das hier nochmal? Suche nach Hinweisen. Ja, da haben wir eine Truhe, da gehe ich jetzt aber mal nicht dran. Hier. Dieses Haus hier wird übrigens noch wichtig werden. Also gut, jetzt nicht so wichtig, aber es spielt auf jeden Fall noch eine Rolle. Was haben wir hier? Ein Krug. So, ich glaube, hier hinten war. Ach, genau, hier haben wir da was. Kleines Regal untersuchen. Sieht seltsam aus. Hä, wie bitte? Hütet euch vor dem Schlechter. Hütet euch vor dem Schlechter. Bla bla bla. Hütet euch vor dem Schlechter. Hütet euch vor dem Schlechter. Dem Mörder, der die Straße von Windhelm unsicher macht. Diese elenden Zeiten lassen jeden seine Tugenden vergessen. Werdet nicht zu seinem nächsten Opfer. Sucht Violia Gier, weiß ich, auf, wenn ihr verdächtige Umtriebe bemerkt. Ah ja. So, Leute. Tja, es ist ziemlich mies, ich weiß. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Wir haben nämlich hier noch ein Tagebuch liegen. Doch dazu erst später. Sonst könnte das nicht gut ausgehen. Wir werden jetzt erstmal mit der Frau dort sprechen. Ich wollte es euch nur mal schon zeigen. Weil da denkt man sich später einfach nur noch, was ist da los? So. Boah, das ruckelt jetzt so ein bisschen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte wieder richtig Lust. Es lag wirklich auch unter anderem wieder, dass ich wieder Lust verloren hatte. Gedacht habe, oh, Skyrim, ja. Wir hatten ja eine Zeit lang jetzt auch Minecraft und all das ganze Zeug. Für Skyrim, naja. Aber jetzt habe ich wieder ein bisschen Lust gefasst. Jetzt reden die wieder dasselbe. So. Könnt ihr mir etwas über den Schlechter erzählen? Okay. Jetzt müssen wir wieder raus, dann reden wir jetzt mal mit ihr. Das Tagebuch übrigens ist, glaube ich, für den Schluss, glaube ich, zu gebrauchen. Deswegen habe ich das jetzt noch nicht mitgenommen. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie schnell man hier doch veräppt.
Naja, dieses Gespräch. Naja, was soll man dazu noch sagen? Aventus Aventurium führt das Schwarze Sakrament durch. Sicher, was ist es denn? Da kaufen alle ab, bitte. Nee, ich will jetzt nicht. Ich will jetzt nicht fragen, wo der ihre Eltern sind. Was zum Teufel war das denn? Mit wem redest du da bitte? So. Jetzt müssen wir einmal hier rumrennen, weil wir einfach nicht hinterherkommen. So, da bist du. Was könnt ihr mir über den Schlechter erzählen? Warum können die Wachen nicht helfen? Diesen Steckbrief habe ich in Hirschim gefunden. Und das ist die falsche Rückwand, die wir vorhin schon gefunden haben. Gut, da werden wir jetzt mal folgen. Deswegen habe ich da auch noch nichts gemacht. Ach, übrigens, ich sollte vielleicht mir bald eine neue Rüstung anschaffen. Naja, gut. Geht das auch ein bisschen schneller oder müssen wir jetzt wirklich dahin laufen? Ja, diese Quest ist riesig, aber sie ist wichtig und deswegen blieb mir nichts anderes übrig, als sie zu machen, als wir hierher gekommen sind. Wir wollten ja eigentlich die Steine sammeln, aber ja, ich hätte es mir schon denken können. Aber was gemacht werden muss, muss gemacht werden. Ich hab's euch ja versprochen. Also müssen wir jetzt leiden. Wobei die Quest natürlich, wie gesagt, ja, einfach nur verdammt wichtig ist. Ich kann jetzt nichts anderes sagen. Weil vor allem das Haus jetzt, wo wir nochmal reingehen werden, wird wichtig werden. Das gehört auch zur Vollendung von Skyrim dazu. Und das heißt, wir müssen das jetzt, ja, erledigen. Und ich rede wieder einen Müll, Alter. Das ist jetzt mal, weil ich wieder so lange kein Skyrim mehr gespielt habe. Boah, ich meine, die Parts, die habe ich vor einem Monat, glaube ich, hochgeladen und dann lass mal noch einen Monat wegnehmen. Ne, warte mal, sogar noch 2 Monate weniger. Da habe ich nämlich aufgenommen. Das heißt also, ungefähr für ein Vierteljahr habe ich dann kein Sky mehr gespielt. Oh, du auch? Du hast auch deine Zwillingsschwester verloren? Wir hätten hier noch alles deine Zwillingsschwester verloren. Warum hat denn hier jeder seine Zwillingsschwester verloren? Da hast du auch deine Zwillingsschwester verloren, hä? Und du auch. Ich habe auch meine Zwillingsschwester verloren. Ja, sie kann natürlich einfach so reinspazieren, das ist natürlich alles kein Problem. Gut. Was? Nun sag schon das, was du sagen wolltest. Komm, beweg dich. Oder soll ich jetzt ernsthaft für dich die Drecksarbeit machen? Hallo, sag mal. Ja, was ist jetzt?
Ja, was? Lauf. Ja, dann beweg dich doch mal. Was ist denn jetzt schon wieder los, Alter? Das geht ja gut los. Ja, und das müssen wir auch noch machen, sehe ich gerade, ne? Die Masken, davon haben wir, glaube ich, erst zwei. Oh je. Komm jetzt. Ach, jetzt bist du da hinten plötzlich. Hätten wir es schon fast denken können. Soll ich jetzt für dich das öffnen? Gut. Das? Ich zuerst? Gut. Das sieht ja sehr geschmeidig hier aus. So bin ich übrigens auch. So, und hier haben wir das Tagebuch. Untersuchen. Er wurde von unbekannter Magie erschaffen. Sieht aus, als würde jemand Körperteile für einen grausigen Zweck verwenden. Und da haben wir das Tagebuch des Schlächters 2. Passiert jetzt was? Klingt also, ob der Hofzauberer experimentiert hätte. Und sprich mit Your Life. Es scheint also, als wäre der Hofzauberer hier mal gewesen und hätte ein paar, ja. Ihr seht's ja. Muss man nicht groß was sagen. Boah, ey, heute ist auch warm, ne? Also, das ist richtig ätzend. Ich schwitze mir hier den Arsch ab, wirklich. So. Sag mal, warum bringst du eigentlich immer den... Warum bringst du immer den gleichen Scheiß? Ich glaube, das Wunpferd, der Unlebendige, der Mörder ist. Könntest du mich mal wenigstens angucken, wenn ich mit dir rede? Wir haben Beweise für den Totenbeschwörung und wir haben dieses Amulett gefunden. Und abgeschlossen, Blut auf dem Eis. Endlich haben wir die Quest abgeschlossen. Oh, dieses Geschwätz, ne? Boetia. Oh, wow, die haben wir also auch noch. Und wir müssen eine Bilanzfälschung noch machen. Aber wir müssen natürlich auch die Steine wiederfinden. Und das heißt, ich hätte immer noch nicht das hier, ne? Also, das ist das Einzige, was mich noch so ein bisschen. Wo haben wir das denn? Ach, da ist es doch hier. So, aber wir werden jetzt. Wo geht Your Life jetzt hin, bitte? So. Wir gehen jetzt mit denen noch und gucken uns das Ganze mal jetzt an. Och, jetzt seid doch mal still. Boah, ich kann die nicht mehr hören. Die reden immer dasselbe Geschwätz. Das ist nicht cool. Die sprechen immer dasselbe. Hier steht noch eine Wache rum.
Sag mal, was ist denn hier los, Alter, der? So, jetzt geht er in den Knast und wir nehmen uns mal schnell. Och, ist das euer Ernst? Da stand nichts von Stehlen. Da, Gilde, bla bla bla. Da stand nichts von Stehlen. Mann, was war das denn gerade? Wenn man durchgehend geht. Also, ich werde hier gemobbt, ne? Das Spiel mobbt mich. Aber, Leute. Ich würde sagen, das war's auch erstmal. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Dann werden wir noch diesem Zauberer hinterhergehen und zugucken, was da jetzt noch so passiert. Und dann kümmern wir uns weiter um die Quests mit diesen Steinen, damit wir das endlich mal geschafft haben. Macht's gut. Ciao.